da wir uns schon öfter Gedanken gemacht haben, wie wir am besten das Wohnmobil reinigen können. Indem wir da einfach schon ein Papiertaschentuch hinwerfen. Weil ich mir gerade einen Pickel aufgeknibbelt habe und Johanna sagt, das blutet. Und wir dürfen den Film jetzt nicht machen, machen wir ihn trotzdem. Auf jeden Fall hatten wir sonst immer Mikrofasertüchern und irgendwie so einen billigen Tüchern gereinigt und das hat nie funktioniert. Dann habe ich ein bisschen rumgegoogelt und dann haben wir Putzfutz gelesen und gesehen. Und das wird ja sehr bewundert. Genau, und gut bewertet. Das ist Putzfutz und das Tolle an Putzfutz ist, das ist ein Tuch, was aus Naturfasern gemacht wurde, also ganz anders als diese Mikrofasertücher. Und wir brauchen hierfür auch keine Chemie und das wollen wir jetzt mal testen. Und ich habe Thomas dabei, der will nämlich heute mal mitputzen. Er lässt mir das mal nicht über. Und wir nehmen euch einfach mal mit und erklären euch, wie diese Tücher funktionieren und warum wir hier keine Chemie brauchen. Auf geht's! Das sind die beiden Sets, die wir uns von Putzfutz bestellt haben. Hier haben wir einmal das Bodentuch Loft. Wir haben auch das große genommen. Warum wir das genommen haben, werden wir gleich noch mal einmal im Detail erklären. Und dann haben wir uns für ein Set entschieden. Es gibt verschiedene Sets auf der Seite. Wir haben das Camping-Set Garda genommen. Und was da genau drin ist, das zeigen wir jetzt, wenn wir es einmal auspacken. Das Camping-Set Garda besteht aus einem Brillenputztuch, finde ich sehr praktisch, weil ich denke, jeder von euch wird mindestens eine Sonnenbrille haben. Dann muss man einmal schauen, welches das hier ist. Das ist das große Poliertuch, das erkennt ihr daran, weil das eine Seite nicht beschichtet ist und hier vorne hat es die besondere Beschichtung, auf die wir gleich noch ein bisschen näher eingehen werden. Dann habe ich hier das grüne Maxi-Reinigungstuch. Dann ist das das pinke Reinigungstuch, das ist ein bisschen kleiner. Dann müssten das die Handschuhe sein, die Körperpflegehandschuhe, denn ihr könnt mit diesen Putzfutztüchern wirklich so gefühlt alles sauber machen, ob es der Körper ist, ob es ein Grillrost ist oder halt auch das Wohnmobil von innen und außen. Und das ist dann noch ein zweiter Putzhandschuh in der Farbe Pink. Dann habe ich hier das Bodentuch. Das kennt ihr von zu Hause, wenn ihr den Boden putzt. Das ist ganz normal für einen Wischer. Den könnt ihr hier einklemmen. Wir haben uns auch ganz bewusst für den großen entschieden. Warum und wieso, das zeigen wir gleich. Ganz am Anfang haben wir so ein ganz normales Reinigungstuch gezeigt, wie das viele von euch kennen. Und jetzt wollen wir mal einmal die Faser vom Nahen zeigen. Das ist das Putzfutz-Reinigungstuch. Und ihr seht, das sind hier ganz viele, ganz feine Fasern. Die nennen sich Mikrofibrillen. Und die sind auch 30 mal dünner als eine Baumwollfaser. Um genauer zu zeigen, das ist ein Haar von mir. Und das ist sogar 100 mal feiner als ein Haar. Okay, bevor wir hier Wasser nehmen können, müssen wir den Wasserhahn erstmal ein bisschen laufen lassen. Ihr seht, das Wohnmobil stand bedingt durch Corona ein bisschen länger. Dementsprechend haben wir kaum Wasserdruck, aber das sollte gleich ordentlich laufen und dann kann Thomas hier auf seinem wichtigen Job nachkommen. Wir haben wieder Wasserdruck. Also, wir nehmen jetzt als erstes einen Eimer, füllen ein bisschen Wasser auf und jetzt zeigen wir mal, wie die Putzfutztücher funktionieren. Es wird Zeit, dass hier wieder geputzt wird. Das ist schmutzig. Dann schauen wir mal, wie das funktioniert. Ich soll ihn einmal kurz ins Wasser legen, denn entspannt das Wasser und die Reinigungskräfte werden aktiviert. Und wie lange der da rein muss, wahrscheinlich reicht das schon. Ich glaube, man darf ihn nicht ausbringen, sondern nur leicht ausdrücken. Aber für den Innenraum darf der wahrscheinlich auch nicht zu nass sein, aber ich probiere es einfach mal aus. Schwer ist er geworden. So, dann würde ich sagen, kommen wir mit hier rüber. Wichtig ist auch, dass man nicht mit viel Druck reinigt, weil sonst drückt man den Dreck ins Trägermaterial und dann bekommt man das nicht wieder gut sauber. Man soll einfach ohne großen Druck alles abputzen. Im
sieht wahrscheinlich auch schon, dass ich nicht oft putze. Ich habe überhaupt kein System drin. Aber ich gebe mein Bestes. So, jetzt nehmen wir noch mal das einseitige Poliertuch und polieren es trocken bzw. trocknen damit einmal die Oberfläche und nehmen nochmal den letzten Staub mit ab, wenn überhaupt noch was übergeblieben ist von dem Ganzen. Wichtig ist, keinen Druck ausüben. Es gibt hier auch so eine Anleitungsfibel dazu. Und da haben wir jetzt gerade mal nachgeguckt, also Anwendungsgebiete. Ihr seht also wirklich, man kann das für fast alles benutzen. Und hier steht Kraftfahrzeug, Fahrzeug, Außenreinigung, Scheiben. Und wenn es außen geht, dann darf es bestimmt auch drin sein. Also wir probieren es einfach aus. Ansonsten schreibt uns doch mal in die Kommentare, ob man es überhaupt dafür verwenden darf. Wir sind da noch ganz neu in dem Thema. So, die Innenreinigung hat gut geklappt. Jetzt fangen wir mal außen an. Eigentlich ist das ein Bodenwischtuch. Wir probieren mal, ob wir damit außen so irgendwie putzen können. Ganz schön kalt heute geworden. Eigentlich sollte die Sonne scheinen. Irgendwie will es uns heute ärgern. So, erstmal wieder rein in den Pott. Nicht bei, wie lange das da rein muss. Ne? Das wohl nur kurz einmal da rein gelegt werden muss. Weiß es nicht. Ja, mal raus. Gucken also. Der Pfeffer, der wurde jetzt ungefähr 6 Monate nicht mehr geputzt. Nach der letzten Ausfahrt kam Corona und seitdem steht da eigentlich nur eine Ecke rum. Mal gucken, ob wie sauber wir ihn nachher kriegen. Hier sind noch ein paar Flecken von der Abdichtung. War ja ein Neufahrzeug letztes Jahr. Der Händler hat gesagt, wir sollen es bloß dran lassen. Ist so dicht, aber naja, sieht unschön aus und wir müssen mal gucken, ob wir das irgendwann mal wegbekommen. Aber der Pepper ist schon sehr schmutzig. Mal gucken, wie die Tücher sich jetzt schlagen. So. Es soll auch ruhig ein bisschen tropfnass bleiben, damit das ordentlich Schmutz aufnehmen kann. Thomas, ich glaube, den Wischer hattest du noch nie in der Hand. Weißt du überhaupt, wie der funktioniert? Ich nehme mich gerade raus. Scheiße. Ich helfe ihm mal nicht. Mal sehen, ob er es schafft. Was ist das denn eigentlich für eine Konstruktion? Da kann man ja gar nicht mit arbeiten. So, dann gucken wir mal, was passiert. Also es wird auch wahrscheinlich beim ersten Mal reinigen noch nicht sauber sein. Man soll auch mehrmals drüber gehen. Wir probieren das jetzt einfach aus und ihr seht das Ganze, das ist wirklich nur Wasser. Es ist keine Chemie. Und mal sehen, ob der Pepper gleich wieder glänzt. Ja, ich glaube an der Vogelscheiße scheitert er schon. Ansonsten kriegt er das ganz gut weg, glaube ich. Ja gut, das ist aber auch schon sehr dreckig, das Fahrzeug. Mit so einem Ding kann ich mich nicht anfreunden.
Und man sieht, das Wasser wird auf jeden Fall schön dunkel. Und der Lappen kommt sauber raus. Das ist ja schon mal so, wie es der Hersteller verspricht. Ja gut, ich glaube, die Dinger darf man auch nicht mit dem Reiniger vergleichen. Aber so ein bisschen Vogelscheiße hätte schon mit weggehen dürfen. Sonst nimmst du gleich das Reinigungstuch in die Hand und darfst so ein bisschen mit der Hand schrubben. Na? Ah, es ist lustig. Na ja gut, für ganz ohne Chemie und Reinigungsmittel muss ich sagen, ist jetzt gar nicht so schlecht. Deshalb kam er öfter rüber. Auch hier oben ist es aber auch schon gut weggegangen. Jetzt noch diesen großen Scheißfleck hier unten. Wenn das Fahrzeug so einen normalen Staubdreck hat, ich schätze, das kriegt man damit sofort runter. Okay, das ist jetzt auch wirklich ein Härtetest fürs Putzfutz-Reinigungstuch. Und der Scheißhaufen, der ist da schon, glaube ich, einen Monat länger drauf. Ja, wann sind wir das letzte Mal gefahren, ne? Ich glaube... September. September, ne? Aber ihr seht, es wird sauber und das Ganze ohne Chemie. Das ist nur mal gucken, nicht, dass wir zu doll gedrückt haben und das ist alles. Das schwimmt jetzt alles hier im Wasser. Naja, können wir vielleicht noch vorab wegmachen müssen, den Vogelscheiß. Nee, wir wollen das ja wirklich auf Härte testen. Das Geld muss sich ja lohnen. Aber hier, guck mal, das bleibt da nicht dran haften. Ja, dann musst du das vielleicht gleich so abnehmen. Hier so abnehmen. Mit dem Finger. Ja, guck mal. Ich meine, es ist ja schon gut sauber gegangen, aber... Oder fällt Vogelscheiß unter Chemie, dass er das nicht mag? Das weiß ich nicht. Dann lassen wir das erstmal so in der Ecke sitzen. Ich habe jetzt mal schnell das normale Reinigungstuch geholt und Thomas, du weißt ja, dein Part heute, da unten ist noch was. Ich denke, das werden wir mit diesem Tuch ganz gut wegbekommen. Das sind die ganzen Scheißreste, die hier so verteilt sind. Aber das versuchen wir jetzt einfach mal mit dem einzelnen Tuch. Wahrscheinlich macht jeder normale Mensch erstmal diese Scheißreste weg. Ja, aber wir sind ja nicht normal. Guck dir das mal an, der Dreck, der geht ganz gut weg. Also das wundert mich ja, dass das so gut funktioniert. Gut. Alles ganz ohne Chemie. Siehste, jetzt geht das auch weg. Ins Gesicht geflogen. Habe ich einen Vogelscheißhaufen auf der Backe? Nee, ist alles gut. Du siehst noch gut aus. Hier die Ecken, guck mal, wie das hier weggeht. Versuch mal einmal, das hier wegzumachen. Diese typischen Streifen, wenn man so wie wir länger nicht putzt und ihr seht. Da muss ich sagen... Versuch das mal hier. Zeig das nochmal. Schaut mal, wie gut das weggeht. Also gerade waren wir noch ein bisschen am Zweifeln, ob das alles so funktioniert. Aber aktuell sieht das ja wirklich gut aus mit dem Tuch. Ich weiß nicht, ob das Boottuch vielleicht nicht so optimal dafür ist. Aber der Dreck, der fällt hier so
ins Tuch. Immer wieder blitzeblank raus und der Dreck dabei wirklich gut im Eimer drin. So ein bisschen ausbringen zum Trocknen. Das Poliertuch noch. Normal müsste man da noch mal einmal mit drüber. Funktioniert. Dreck geht jetzt runter. Also hier, dieses schwarze Zeugs. Und ein paar Mal öfter rüber geht, das wird blitzeblank. Bin ich etwas zu klein? Ich bin stolz auf dich, Thomas. Du hast wirklich mal einen Putzlappen in die Hand genommen. Ich muss sagen, das hat erstaunlich gut funktioniert. Allerdings glaube ich, dass so ein richtiger Reiniger einfacher ist. Man sprüht das Fahrzeug an, man kerchert es ab und es ist sauber. Mit den Putzhandtüchern muss man schon mehrmals rübergehen. Ich meine, unser Fahrzeug war schon sehr, sehr schmutzig heute. Aber mit einmal überwischen war es nicht. Also man musste schon 3-4 Mal drüber hergehen, dann einmal abpolieren. Dann war es aber schon sehr sauber. Also für das bisschen Wasser, was man dazu benötigt, haben die wirklich einen guten Job gemacht, die Tücher. Also Daumen nach oben. Also werden wir auf jeden Fall weiterverwenden. Das Gute ist halt auch einfach, man benutzt keine Chemie. Man muss nicht flaschenweise das hier im Wohnmobil dabei haben. Man kann unterwegs wirklich einmal rüber putzen. Und wie Thomas gerade schon meinte, unser Wohnmobil war wirklich richtig, richtig dreckig. Und ich denke mal, wenn wir keine Werbung machen, dann muss ich einmal unterbrechen. Toni Cola. Toni Cola, ja.
Also normalerweise fährt man ja los, das Fahrzeug ist sauber und man nimmt dann nur den Lappen in der Hand, um mal kurz noch mal ein paar Stellen sauber zu machen. Bei uns war das jetzt ja wirklich ein Härtetest und ich muss sagen, putz, es hat geklappt. Also es ist wirklich sauber. Was wir jetzt vielleicht noch mal einmal kurz erzählen würden, was uns so aufgefallen ist, worauf ihr vielleicht auch bei eurer Reinigung achten sollte, das kann vielleicht Thomas erzählen, denn er hat ja heute wirklich ordentlich sauber gemacht. Also ich glaube einfach, die Handhabung ist sehr einfach. Man muss einfach das Wasser und den Lappen mal kurz zusammenbringen und ohne großen Druck abputzen. Wichtig ist, dass man nicht zu doll drückt, weil sonst geht es ins Trägermaterial. Ich glaube, dann funktioniert der nicht mehr so gut, weil direkt im Trägermaterial sitzt. Aber ja, viel zu beachten gibt es da nicht. Man darf ihn nicht richtig auswringen, weil es auf Naturbasis hergestellt ist. Aber ja, hat funktioniert, also da kommt jeder mit zurecht. Ja, ihr braucht halt gar nichts an Chemie, nur diesen Lappen. Ihr braucht kein heißes Wasser. Wir haben jetzt wirklich alles mit kaltem Wasser sauber gemacht. Und interessant war natürlich auch das Wasser, das war nachher pechschwarz. Man hat den schmutzigen Lappen da durchgestriffen und er kam da blitzeblank raus. Und der Dreck, der ist wirklich nicht mehr haften geblieben, wie es der Hersteller auch verspricht. Also da muss man sagen, das klappt schon. Also ich dachte erst mal, das ist wieder so ein neues Produkt, was irgendwie an den Mann gebracht werden will, wie so ein hier neuen Live-Television-Verkauf. Aber nee, das hat schon Hand und Fuß, das Produkt. Das ist super. Unser Test hat das auf jeden Fall bestanden. Und für alle, die jetzt auch überzeugt sind und das Putzfutztuch gerne mal testen wollen, wir haben auch einen Rabattcode für euch. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr darüber bestellt. Ist in der Videobeschreibung. Und nicht vergessen, lasst einen Daumen hoch da, ein Abo und gerne auch einen Kommentar. Steht doch sogar hier drauf, der Code, ne? Kann man bestimmt noch da vor der Kamera halten. Also gerne bestellen und diesen Code eingeben. Vielleicht haben wir Glück und wenn ihr ordentlich bestellt, kriegen wir irgendwann nochmal einen Putzlappen umsonst und können dann weiter putzen, wenn unsere nicht mehr funktionieren. Eben. Also Thomas ist ordentlich am Putzen, er ist angetan von diesen Tüchern und unterstützt es, damit Thomas weiter putzt und ich endlich mal ein bisschen Urlaub genieße. Vielleicht muss ich hier zu Hause die Tücher in der Hand, dann darfst du das Haus putzen.